Moin ihr Lieben, seid gegrüßt. Ein kleiner Einblick in die heutige Praxis, was heute an Fällen dran war und vielleicht als kleiner Denkanstoß, falls ihr die gleiche Thematik mit eurem Hund habt. Der heutige Pit und ja, wie die meisten inzwischen, wo die meisten inzwischen drauf gekommen sind, die Hunde in den Erklärvideos oder in den Tutorials oder in den Praxiseinblicken werden von mir immer Pit genannt, einfach weil die Namen meiner Kunden sind mir wichtig, heilig und bleiben anonym, genauso wie die Hundenamen auch. Deswegen wundert euch nicht, wenn jeder Hund in den Beispielsvideos Pit heißt. So, der heutige Pit ist ein ziemlich großer. Ich zeige euch mal ein Foto von ihm. Und hier lässt sich die Thematik vielleicht schnell erkennen. Wir sind in einer Küche und der Hund, alleine schon wenn er sitzt oder aber auch wenn er steht, hat er überhaupt kein Problem damit, an sämtliche Lebensmittel ranzukommen, die auf dem Herd zubereitet werden, die einfach in den Körben liegen, wie Obst, Gemüse. Alles ist in der Küche in erreichbarer Nähe für diesen Hund und es war klar, dass es irgendwann zu der Thematik kommt, dass der Hund sich eben auch Futter in seinem Sinne eben, ne, Futter nimmt, also sich Ressourcen aneignet, die ihm eigentlich zustehen, aber woher soll er es auch wissen? So, das war die Thematik und da er aber vor kurzem ein Stück Avocado erwischt hat und wie wir alle wissen sollten, Avocado kann echt gefährlich werden, da war eben dann der Wunsch, dass wir da mal rangehen und bei dem Hund-Mensch-Team war ich heute und ich erzähle euch mal ganz kurz, was wir da heute gemacht haben. Also erstmal, dem Pit geht's gut. Die Avocado hat nicht das Ausmaß gehabt, dass es diesem Riesenhund irgendwie schadet. Aber es hat dazu geführt, dass die Besitzerin gesagt hat, ich möchte da mal ran an die Thematik. So, wir haben also eine WG, das heißt, mehrere Menschen leben in einer Wohnung zusammen. Wir haben eine Küche, wo eben sich auch viel abspielt. Und es sind zwei Hunde in diesem Haushalt und die Hunde eigentlich auch immer dabei. So. Ich bringe immer zu den Trainings 2 bis 3 Lösungsansätze mit, weil, das werdet ihr häufig von mir hören oder ihr hört es häufig, es gibt Methoden, die sind zielführend für den Hund und es gibt Methoden, die aber dennoch nicht zu diesem Menschen passen. Also die Methode muss zu Mensch und Hund passen. Und deswegen kann es sein, dass ich eine Methode mitbringe oder vorschlage und der Mensch sagt, nee, das kann ich nicht. Oder auch eine Methode, die überhaupt nicht zum Hund passt. So, deswegen versuche ich immer 2, 3 mitzugeben und zu sagen, wenn die eine nicht funktioniert, dann kann man ja mal noch die andere ausprobieren oder einfach das Bauchgefühl entscheiden lassen, was ist eher meine Methode. So, als allererstes mal, dieser Hund wird in der Küche auch gefüttert. Da steht auch sein Wassernapf. Das heißt also, diese Küche steht für ihn eben auch für Futter. So, jetzt kann man sich erstmal schon mal die Frage stellen, woher soll der Hund überhaupt wissen, dass das Futter, was ihm da offeriert wird, jeden Tag, 1 bis 2 Mal, in der Schüssel auf dem Boden, warum ist das was anderes als die Sachen, die genauso in seiner greifbaren Nähe stehen, auf der Anrichte nämlich. Also damit muss man sich das schon mal als erstes vor Augen rufen, was dieser Hund leisten muss, sagen, okay, ich entscheide zwischen Menschenessen und meinem Essen. Es wird für den Hund frisch zubereitet, der Mensch bereitet es für sich frisch zu. Es ist nicht der große Unterschied. Deswegen das als erstes mal als Mindsetting, dass der Hund da, also dass man dem Hund auch einiges abverlangt, das eben zu differenzieren. Als allererstes war für mich die Frage, wenn du aber im Raum bist oder wenn jemand im Raum ist, geht er dann auch an das Futter? Das wurde verneint. Wenn ich hinzukomme und er sich gerade etwas stiehlt, dann geht er auch in devoter Haltung unter den Tisch. Was lernen wir daraus? Der Hund hat eine gesunde Einstellung noch zur Ressource. Beansprucht jemand die Ressource für sich, allein durch seine Präsenz, geht er in eine untergeordnete Ebene, zieht sich sogar zurück. Perfekt, genauso soll es sein, ist gesund. Anders ist es halt, wenn ich reinkomme, der Hund guckt mich an und frisst in Ruhe weiter meine Spaghetti aus dem Topf. Das ist dann was anderes. So, wir wissen also, dass der Hund keine große Thematik hat, was Ressourcen angeht. Er verteidigt sie nicht, es geht einfach nur darum, wenn jemand im Raum ist, nimmt er sich die. So, Variante Nummer 1 war in diesem Falle, die Schwelle der Küche ist ab jetzt für den Hund tabu. Das heißt, dieser gesamte Küchenbereich steht dem Hund ab jetzt nicht mehr zur Verfügung. Was heißt es? Ich muss dem Hund trainieren, dass die Küchenschwelle nicht überschritten wird. Was ist dadurch gewonnen? Der Hund muss nicht innerhalb der Küche lernen, okay, das darf ich nicht. Der Mensch muss nicht nachdenken, okay, wenn er jetzt seine Schnauze zur Bratpfanne neigt und alleine nur den Geruch aufnimmt,
ist das schon was, was ich korrigieren muss, oder ist es eigentlich noch okay? Man macht sich innerhalb der Küche dann halt sehr viel Arbeit, schon einfach zu sagen, okay, diese Küche ist ab heute für unseren Hund tabu. Ist für die meisten Hunde, was Badezimmer und sowas angeht, wenn man das von vornherein strikt durchzieht, und das machen viele, weil man da einfach konsequent ist, ist das für viele Hunde vollkommen okay. So, wir haben uns da im ersten Schritt darauf geeinigt. Das heißt also, der Hund soll per se nicht mehr in der Küche sein. Der wird nicht mehr in der Küche gefüttert. Und dadurch, dass er nicht mehr in der Küche ist, erreiche ich erst einmal was, dass er über mehrere Wochen keinen Erfolg hat. Also im Sinne von Erfolg im Fehlverhalten, um es mal so zu nennen. Also es ist kein Fehlverhalten, dass er frisst, aber einfach aus Menschensicht schon, wenn dann alles da aufgegessen ist. Und wie kann man das am einfachsten erreichen? Tür zu. Ist nun mal die einfachste Methode. Der Hund kommt nicht mehr in die Küche. So, dann kann man aber natürlich, wenn man nicht selber immer die Tür auf und zu machen will, kann man entweder ein Babygitter anbringen. Da muss man jetzt natürlich gucken, dass der Hund da nicht drüber springt, weil der hier kann das. Oder der drückt es ein, weil der Trieb zur Ressource groß genug ist, dann hat man da auch nicht gewonnen. Es hilft aber bei vielen Hunden erstmal so eine psychische Barriere aufzubauen, mit der man selber dann auch arbeiten kann. Das heißt, man macht es sich sehr einfach, dass der Hund über einen langen Zeitraum nicht mehr den Erfolg hat und immer draußen vor der Küche liegt, während alle anderen drin sind. Ist so ein bisschen die einfachste Methode. Man macht sich wenig Arbeit, man schafft eine Barriere und der Hund bleibt immer davor stehen. So, das war jetzt da in der Küche, weil da halt viele Leute auch ein- und ausgehen, eben weil es auch eine WG ist. Dann ist es aber nicht so ganz praktikabel, sondern der Hund sollte lernen, draußen zu bleiben und diese Schwelle zu akzeptieren, ohne dass da eine Barriere, also dass die Tür zu ist oder eben etwas den Weg versperrt. Okay. Wir haben ihm dann ich habe einen Klicker angeboten. Ich weiß, bei vielen ist so bei Klicker gleich, oh Gott, das ist so viel Arbeit. Aber in diesem Fall ist es wirklich sehr zielführend gewesen, weil dieser Hund hochsensibel ist. Und was bringt dieser Hund mir bei? Je größer und je stärker, desto häufiger ist man selber auch schnell dabei zu sagen, okay, ich muss grob korrigieren, ich muss intensiv korrigieren, mitnichten. Dieser Hund ist wirklich ein Schmetterling und hat eine ganz sanfte Seele und da eignet sich der Klicker hervorragend. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben dem Hund als allererstes beigebracht, was der Klicker bedeutet. Also Klick, Futter, Klick, Futter, Klick, Futter. Und dann haben wir ihn aus der Küche, haben wir ihn mit dem Körper rausgedrängt, ganz sanft, keine großartigen Bewegungen, einfach rausgedrängt. Und als der Hintern quasi aus der Küche raus war, oder auch, ne, der gesamte Hund aus der Küche raus war, hat er draußen den Klick bekommen. Wir sind wieder in die Küche reingegangen. Der Hund ist hinterhergekommen, wollte an das Futter ran, hat keinen Erfolg damit gehabt. Und man wartet einfach mal ab. So, und dann fängt der Hund an, Übersprungsreaktionen zu zeigen. Er bellt dich an, er geht in eine Spielaufforderung, er legt sich wie ein Clown auf den Boden, was er gemacht hat, um irgendwie an das Futter in deine Hand zu kommen. Also drängst du ihn mit dem Körper nochmal raus. Draußen kriegt er seinen Klick und seine Futterbestätigung. Und es dauert bei ganz vielen Hunden, die inzwischen, wo ich das mitgetestet habe, es dauert nicht sehr lange, bis der Hund versteht, ah, irgendwie, ich krieg nur draußen mein Futter. Und dann siehst du, dass der Hund schon so zur Tür guckt. Das kannst du klicken. Beziehungsweise, wenn er so rückwärts geht, kriegt er sofort über Klick die Bestätigung. Wenn der Hund draußen liegt, Klick Bestätigung. Wenn er draußen verweilt, während ich in der Küche eine Runde drehe und zurückkomme, Klick Bestätigung. Der Hund lernt also innerhalb ganz kurzer Zeit. Du fängst mit 10 Sekunden an und dann wartest du eine Minute. Und du gehst immer wieder zum Hund zurück und er wird vor der Küche mit dem Klick bestätigt. Wichtig ist, dass man eine genaue Zielformulierung hat. Die Zielformulierung war heute: Ich möchte Essen kochen, auf dem Balkon eine rauchen gehen, wiederkommen und der Hund liegt immer noch vor der Tür. Wir haben also was? Wir haben einen Zeitrahmen von, sagen wir mal, 5 Minuten und die 5 Minuten soll der Hund vor der Küche liegen. Das heißt, der Hund wird vor der Küche abgelegt, er kriegt eine Bestätigung über den Klicker. Ich gehe ins Wohnzimmer, komme zurück, Klick, Futter. Ich gehe ins Wohnzimmer, warte einen Augenblick, komme wieder, Klick, Futter. Es ist so simpel. Man erhöht einfach sekundenweise, minutenweise das Zurückkommen und der Hund wartet darauf, bis man zurückkommt, um seine Futterbestätigung zu bekommen. So, das mache ich jetzt nicht mit eurem Trockenfutter, da gibt es auch ein bisschen was Hochwertiges. Und das ist eine reine Gewöhnung, die man mit dem Hund dann macht.
Der Hund lernt also, ich warte so und so lange ab, dann kriege ich meine Bestätigung. Gehe ich in die Küche rein, werde ich entweder zurückgedrängt oder, weil Menschen Geduld haben und abwarten, passiert nichts, ich komme nicht an mein Futter. Also fängt euer Hund an, euch was anzubieten. Und dann fängt es wirklich, und ich bin selber nicht sehr geduldig, was Klickertraining angeht, aber dann macht es richtig Spaß, mit dem Hund zu arbeiten, weil du dem beim Denken zugucken kannst. Und er guckt sich um und du sagst, genau, genau das ist, was ich von dir will. Und er geht zurück und kriegt dann seine Bestätigung. Und die Menschen waren, da waren ja zwei anwesend, die waren beide so begeistert, wie schnell dieser Hund auf diesen Klicker reagiert hat. Ja, weil das einfach, du kannst, also selbst ich kann ihn wirklich schwer körperlich korrigieren, weil der ist, das ist ein Kalb, wirklich. Und das ist, da musst du wirklich das sehr genau wissen, was du tust. Und da muss die Energie genau stimmen, dass der dir nicht kippt und dich anspringt. Und wenn der anspringt, dann hast du verloren, weil das ist einfach, das ist eine Menge Hund, der da auf deinen Schultern steht. Und eigentlich halt vom Kopf her das totale Lamm. Und da ich die Begeisterung in den Köpfen gesehen habe, wie schnell der Hund es lernt, weil er sich das lange Warten verdient macht, also dass er er will sich verdienen zu warten und um dann seinen Klick zu bekommen, da wusste ich schon, dass die dritte Methode gar nicht mehr notwendig ist, weil ich versuche immer Zuckerbrot und Peitsche mitzubringen. Zuckerbrot ist das Klickertraining, das Neutrale ist einfach Tür zu und negativ, also Peitsche wäre halt ein Sprühhalsband gewesen. Da habe ich aber in den Augen gesehen, das ist so, oh nein, mit Wasser will ich gar nicht arbeiten, das ist auch vollkommen in Ordnung. Geht eben darum, was hätten wir gemacht? Wir hätten dann dem Hund das Sprühhalsbad umgemacht, er wäre allein in der Küche gewesen, man hätte einfach mit einem Spiegel gearbeitet, dass der Hund sich alleine fühlt, aber man sieht ihn, hätte eine Karotte oder sowas auf den Tisch gelegt und wenn er rangegangen wäre, hätte er eine Vorwarnung bekommen über ein Tonsignal und danach wäre eben ein leichter Wassersprühstoß gekommen und man hätte die Reaktion des Hundes abgewartet, also wie er da überhaupt drauf reagiert. So war jetzt hier zum Glück überhaupt nicht notwendig und ich weiß, viele scheuen sich auch vor diesem Wasser oder vor dem Sprühhalsband, also alles, was so Korrekturhalsbänder sind für viele, ist für viele halt so ein bisschen, dass sie da ein bisschen Angst vor haben, weil eigentlich haben die meisten sofort Strom im Kopf oder eine Stromkorrektur, was mitnichten so ist. Wasser ist vollkommen gewaltfrei, man arbeitet eben nur mit dieser Irritation des Hundes. Und vor allem, man muss halt wissen, dass zum Beispiel Angsthunde oder gestresste Hunde, mit denen arbeitet man nicht mit so einem Halsband. Das ist kein Universalmittel. Es ist nur etwas, was ein Hund, ich vergleiche das immer, wenn ein Hund in einem Wald an ein Stinktier rangehen würde, würde der sich genau das Gleiche abholen, nur es wäre um einiges schlimmer. Damit kann man eben arbeiten, aber es war heute überhaupt nicht notwendig, weil die beiden einfach vom Klicker so begeistert waren und der Hund da so gut drauf angesprungen ist. Summa summarum also, der Hund bekommt ein Liegenbleiben vor der Küche geklickert. Ich kann, und da ist ganz wichtig, dass ihr eine Zielsetzung habt. Also nicht einfach sagen, ich will nicht, dass mein Hund was von der Theke klaut. Das kann ich, wenn ich im Raum bin, kann ich das kontrollieren. Es geht darum, dass der Hund Sinn darin sehen muss, nicht an das Futter, also nicht an das Obst, Gemüse, was da rumliegt, da nicht dran zu gehen, weil er das bessere Geschäft macht fürs Abwarten. Und das war heute mit dem Klicker möglich und ich freue mich, dass ich auch wieder mit dem Klicker ein bisschen vertrauter geworden bin und werde ihn, durch solche Aktionen, durch solche Trainings, merke ich halt auch, dass ich da mir mehr Gedanken wieder darum mache und da auch wieder das zumindest immer mal mit anbiete, ausprobieren, einfach ausprobieren. Und der Hund gibt euch die Antwort und heute ist ein Hund-Mensch-Team oder beziehungsweise eine WG begeistert gewesen, wie schnell der Hund es lernt und sie sind auf der komplett Positiv-Ebene geblieben. Und das freut mich natürlich. Euch einen schönen Tag.